Heute schauen wir uns gemeinsam wieder mein Aktiendepot etwas genauer an. Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wie viel Dividende gab es und welche Käufe und Verkäufe gab es im Aktiendepot drinnen. Ebenfalls möchte ich dann noch auf die Frage eingehen, wie kommt es eigentlich, dass mein Aktiendepot dieses Jahr bei plus 7,6% dasteht gegenüber die Indizes. Die Indizes stehen ja aktuell bei minus 10 bis minus 25% im Year-to-Date. Loslegen möchte ich direkt mit dem Monat Mai und der Monat Mai, dort habe ich eine Rendite von plus 0,8% erwirtschaften können und somit komme ich auf dieses Jahr plus 7,6%. In der Performance-Diagramm sieht es dann wie folgt aus. Das vergangene Jahr war ja relativ einfach zum Investieren. Dort am 01.01.2021 habe ich ja dieses Depot aufgelegt. Mit dem Depot möchte ich mit dir gemeinsam diese 450 Euro Netto-Dividende pro Monat erwirtschaften dürfen. Mir ist aber auch wichtig, dass ich einfach eine vernünftig und sehr gut transparente Performance hier hinlege. Und ja, letztes Jahr ist mir das relativ gut gelungen und in diesem Jahr sieht man es, läuft auch bei mir nicht komplett hundertprozentig rund. Auch dieses Jahr ist extremst schwierig. Ich war im Monat Mai teilweise bei minus 3% im Depot, beziehungsweise im Monat Mai stand mein Depot bei minus 3%, konnte aber dann den Monat Mai mit plus 0,8% abschließen. Kurzer Hinweis, zukünftig kaufe ich meine Aktien beim Finanznet Zero Broker. Den Broker benutze ich bereits seit 2019. Das Besondere daran ist, ab 500 Euro zahlen wir genau 0 Euro. Du kannst auch Sparpläne dort eröffnen, Kryptowährungen kaufen. Ein richtig genialer Broker. Wie gesagt, ich benutze den bereits seit 2019 und jetzt kaufen wir hier unsere Aktien ins 450 Euro Dividendendepot. Und dass es sich auch für dich lohnt, nicht nur 0 Euro Gebühren zum bekommen bzw. zu zahlen, bekommst du mit meinem Link unten in der Videobeschreibung noch eine Gratisaktie. Also es lohnt sich definitiv, den Broker mal anzuschauen und dann ein Depot mit meinem Link zu eröffnen. Unternehmen, die bei mir überhaupt nicht gut gelaufen sind, waren Unternehmen wie Cisco System mit fast minus 12%, Pepsi ist nicht gut gelaufen, Walt Disney, Fresenius, GlaxoSmithKline und ihr könnt jetzt noch so weitermachen. Also es waren schon einige Unternehmen mit dabei, die überhaupt nicht rund gelaufen sind und ich möchte solche Unternehmen wie Cisco System, Walt Disney und auch Fresenius gern einmal eine kleine Position nachkaufen. Deswegen freut es mich zum Teil, dass diese Unternehmen aktuell wieder etwas günstiger am Markt sind, aber so richtig günstig sind sie meines Erachtens noch nicht. Also wir haben jetzt mal die Schattenseite begutachtet, jetzt müssen wir aber auch mal ein bisschen die Sonnenseite begutachten und da sieht man Unternehmen wie ExxonMobil, AT&T, Vodafone, Bayer, Gilead auf der Sonnenseite, ExxonMobil mit fast 11% im Plus, AT&T plus 9,5%, Vodafone plus 6%, Bayer auch fast plus 6% und das in gerade mal einem Monat ist meines Erachtens richtig, richtig stark. Da habe ich cross the fingers einfach mal etwas Glück in Anführungsstrichen gehabt. Aber schauen wir einfach noch mal einen Ticken weiter und zwar zu den Dividenden. Wir möchten ja nicht nur eine vernünftige Performance hier hinlegen, sondern natürlich auch diese 450 Euro pro Monat an Dividende erwirtschaften. Der vergangene Monat, dort habe ich insgesamt den zweitbesten Monat verbuchen dürfen. Wir haben Unternehmen wie AT&T, British American Tobacco, Bayer, Münchner Rück und auch der Realty Income eine Dividende ausgeschüttet. Die höchste Dividende gab es von Bayer mit über 41 Euro, was richtig schön ist. Und somit komme ich im vergangenen Monat auf eine Dividende netto wohlgemerkt von 137,65 Euro. Auf Instagram habe ich zuletzt noch die Umfrage gemacht, wer hat jetzt eigentlich noch dieses Jahr eine positive Rendite? Und die Zahl ist eigentlich relativ erschreckend, weil die Zahl beträgt 26%. Das heißt, jeder Vierte hat gerade mal eine positive Rendite für dieses Jahr. Bei mir ist es so, ich habe auch eine relativ gute und positive Rendite dieses Jahr. Fühle mich auch da ein bisschen schlecht, in Anführungsstrichen, wenn ich mich da hinhocke und ein Depot-Update mache, währenddessen ich eigentlich weiß, dass viele eine negative Rendite haben. Wie kommt es jetzt eigentlich dazu, dass bei mir eben das Ganze positiv ist? Vorweg, ich lasse persönlich die Finger von sogenannten Finfluencer-Aktien. Bisschen komisch, wenn ich selbst Finfluencer bin. Für mich sind Finfluencer-Aktien Hotstocks-Aktien, die eine geringe Marktkapitalisierung haben und einfach extrem spekulativ sind. Und das ist auch der Hinweis, ich würde auch an deiner Stelle die Finger von solchen Unternehmen lassen. Ich baue mein Depot, das ich am 01.01.2021 gestartet habe mit dir, rein auf Blue-Chips-Aktien auf, die eine Unterbewertung aufweisen.
Und wenn es dann einfach mal Wochen und Monate keine attraktiven Chancen-Risiko-Verhältnisse für mein Investment gibt, dann kaufe ich auch einfach keine Aktien. Das heißt, ich habe auch keine Sparpläne laufen, weil die kosten am Ende des Tages tatsächlich auch eine Rendite. Ich lasse die Finger von russischen Aktien mittlerweile. Ich habe ja Lukoil selbst im Depot drinnen gehabt, habe sie aber noch rechtzeitig verkaufen können. Und ich lasse auch die Finger von chinesischen Aktien. Das sind einfach so die Sachen, wo ich sage, das ist mir persönlich extremst wichtig, genau wie die Depotstruktur mir extremst wichtig geworden ist. Zum Beispiel fehlen mir Edelmetallunternehmen noch im Aktiendepot drinnen. Die weisen aber aktuell für mich kein interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis auf. Ich habe aus diesem Bereich Edelmetall- bzw. Rohstoffbereich nur ExxonMobil und Rio Tinto im Depot drinnen und die beiden Unternehmen sind extremst gut gelaufen. Zu Rio Tinto und British American Tobacco habe ich letztens auch ein Video gemacht, das verlinke ich da oben mal in der Infobox, warum ich diese Unternehmen aktuell zum Beispiel nicht kaufen würde. Verstehen auch viele nicht, wenn sie das Video angeschaut haben, verstehen sie es. Ja, es sind auch zu wenige Aktien aktuell noch im Depot drinnen, aber dieses Depot entwickelt sich ja mit den Quartalen mit. Das heißt auch einfach, mit den Quartalen wird mehr Geld investiert und auch die Depotstruktur verändert sich. Und deswegen ist ja auch interessant, wenn du da einfach Interesse hast zu folgen, musst nicht unbedingt den Kanal abonnieren, aber gerne immer mal wieder vorbeischauen, einen Daumen nach oben da lassen und wenn du Fragen hast, gerne unten reinschreiben. Und da ist auch nochmal der Hinweis, unten ist der Link für deine Gratisaktie